Jausen, du willst deine Videos für TikTok und Instagram aufs nächste Level bringen? Dann gebe ich dir jetzt 3 Tipps, wie du das machen kannst. Wenn dich solche Themen interessieren, lass mal ein Abo da. Ich freue mich tierisch, gib einen Daumen nach oben und komm rein in die Dang Gang bei Patreon. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Auf Plattformen wie TikTok und Instagram, da buhlen wir ja um die Aufmerksamkeit der Zuschauerin. Und die müssen wir richtig schnell bekommen. Und wenn du so ein Video hast wie ich hier, in dem eigentlich nicht viel passiert, Handy oder Kamera ist auf dem Stativ, du stehst davor, dann ist das recht langweilig. Aber du kannst natürlich im Schnitt einige Dinge tun, um so ein Video spannender zu machen. Und ich gebe dir jetzt gleich 3 Tipps, wie das funktioniert. Als erstes zeige ich dir einen sogenannten Jump Cut. Hier haben wir ein Video von mir, in dem ich einfach nur so vor der Kamera sitze und ist natürlich schon ziemlich langweilig. Und wir wissen selbst, irgendwie sollte sich die ersten paar Sekunden irgendwas bewegen in diesem Bild. Und da sich hier nicht einfach sowas bewegt, setze ich jetzt mal einen Schnitt an einer Stelle und setze nochmal einen Schnitt an einer anderen Stelle. Ja, wenn du die Schnitte setzt, achte darauf, dass du sie dort machst, wo es auch Sinn macht. Ja, also wo du vielleicht irgendwie mit einem Satz aufhörst, einen neuen Satz beginnst. Und nachdem du deinen Schnitt gemacht hast, drückst du einfach auf das Element und zoomst ein bisschen rein. Jetzt kannst du das Ganze natürlich noch bewegen, wenn du Lust hast, musst du aber nicht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich quatsch, bumm. Es wird ein bisschen reingezoomt, bumm, es wird wieder rausgezoomt. Das ist ein sogenannter Jump Cut. Wie gesagt, denke dran, dass du das nicht sinnlos einsetzt, aber da kannst du auf jeden Fall schon mal ein bisschen Bewegung reinbekommen. Das zweite, das ich dir zeigen möchte, ist ein Zoom-Effekt. Und dafür setze ich jetzt einen Schnitt, bumm, drücke hier auf Teilen und jetzt habe ich hier vorne so ein Element. Und was ich jetzt machen muss, ich muss am Anfang dieses Elementes ein sogenanntes Keyframe setzen. Dafür drücke ich auf diese Raute mit dem Plus hier oben drauf und jetzt habe ich hier eine Markierung drin und das Programm weiß, an der Stelle soll das Bild so sein. Und jetzt gehe ich ans Ende dieses Parts und zoome einfach mal mit den Händen rein und dann wird automatisch ein Keyframe gemacht. Du siehst es, jetzt habe ich hier auch wieder so eine Raute hier hinten. Und was jetzt passiert, jetzt zoomt das Programm von Stelle 1 zu Stelle 2 rein und verändert das Bild so, wie ich es haben möchte. Wir drücken einfach mal auf Play und dann haben wir so einen geilen Zoom. Das ist also auch ein schöner Weg, um ein bisschen Bewegung in dein Bild reinzubekommen. Und als letztes möchte ich dir noch eine automatische Funktion zeigen. Und zwar nutzen wir jetzt die Stabilisierungsfunktion. Ich wähle diesen Clip aus. Geh unten ins Menü auf den Punkt Stabilisieren. Und eigentlich ist dieser Stabilisierungseffekt dafür gedacht, ein Bild, was wackelt und nicht stabil ist, stabil zu machen. Wenn dein Bild aber stabil ist, macht dieser Effekt genau das Gegenteil. Und wir gehen jetzt hier einfach mal auf maximale Stabilität und drücken mal auf OK. Und was jetzt passiert, mein Bild bekommt Bewegung. Wir gucken mal rein. Boom. Siehst du das, wie der Hintergrund sich so ein bisschen mitbewegt? Und so wird Stabilisierung quasi zum Gegenteil, also der Entstabilisierung. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Effekt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch mal einen Daumen nach oben da. Ich freue mich. Abonnier den Kanal und komm rein in die Dang Gang bei Patreon. Ich bin raus für heute. Peace.